Bereits zum dritten Mal organisierten das CAST Gründungszentrum und das Austria Wirtschaftsservice den Startup Day in Tirol. Diesmal unter dem Motto einfach, glücklich, gründen. Eingeladen waren Gründer und alle, die es noch werden wollen, um sich einerseits über die Rahmenbedingungen rund um die Firmengründung zu informieren und sich andererseits mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das Ambiente rund um die Villa Blanca in Innsbruck gab den perfekten Rahmen für einen inspirierten Tag, gefüllt mit Highlights, angefangen mit der Keynote von Stefan Klein, dem Autor der Glücksformel. Ich glaube, der Startup Day ist eine sehr gute Einrichtung, um Leute zusammenzubringen, die ein gewisses kreatives Potenzial in sich spüren und fragen, wie sie das umsetzen können und sich fragen, was würde das für mich bedeuten, wenn ich die umsetze? Und ich glaube, das ist ein wunderbares Forum, bei dem sich solche Menschen begegnen können. Wo wir Organit Technologies gegründet haben, waren wir ja sehr intensiv mit dem CAST verbunden und haben da einfach versucht, so viel wie möglich mit anderen Jungunternehmern zu sprechen, zu kommunizieren und eben ein Feedback auf die eigene Idee, auf andere Ideen zu geben. Und da haben wir sehr intensiv auch das Netzwerk vom CAST genutzt und das war sehr vorteilhaft. Zu wissen zunächst einmal, was man genau will, was man machen will, ist ganz entscheidend. Das heißt, es gibt einen ganz starken Fokus darauf, dass man Ideen schärft. Und dann müssen wir, oder dann ist es wichtig, diese Ideen mit anderen Leuten oder zusammenzubringen, anderen vorzustellen und da in die Netzwerke reinzugehen. Neben den Keynotes nutzten die Teilnehmer zahlreiche Workshops zum Ideenaustausch. Die Grundidee war jedenfalls bei allen gleich. Ich will ein Unternehmen gründen. Was dahinter steckt, ist eigentlich die Motivation. Warum will ich das umsetzen, was meine Idee ausmacht? Und dieses Eigenmotivierte, das hatten wir auch hier in den Gesprächsrunden, ist, glaube ich, eine ganz starke Triebfeder. Ich finde es ganz wichtig, dass man etwas macht, was einen persönlich erfüllt, weil sonst geht man jeden Tag hin und denkt sich, oh nein, nicht schon wieder. Das ist doch fürchterlich, es muss einen schon erfüllen. Ich sehe es in vielen Belangen nicht als Arbeit. Wenn ich um 5:30 Uhr in den Zug steige, um heute hier zu sein, mache ich es gern, weil es jeden Tag aufs Neue Spaß macht, ich jeden Tag extrem viele interessante Leute treffen kann und jeden Tag lernen und da ist ganz wenig Arbeit und ganz viel Spaß. Meistens gründet man das erste Mal, vielleicht gründet man zweimal, aber wir versuchen einfach, dass die Erfahrungen aus dem Gründen weiterzugeben an neue Kunden, die kommen, und ich glaube schon, dass das auch ein bisschen eine Zufriedenheitssteigerung ist, wenn man erstens einmal als Gründer oder Gründerin mitbekommt, dass man nicht der Einzige ist, der ein Problem hat, sondern dass es viele gibt, die ein ähnliches Thema haben. Gründen bedeutet nicht immer sofortigen Erfolg. Auch damit mussten sich die Teilnehmer des Startup Day auseinandersetzen. In ihrer Keynote erzählte Jasmin Stanonik, wie und warum es sie nach einem Scheitern wieder in die Selbstständigkeit zog. Es ist auch für jedes Produkt anders, für jede Idee anders. Also es gibt da, glaube ich, kein Patentrezept, wie was funktioniert. Und dafür braucht man eben auch diese gewisse Naivität als Schutz davor, dass man nicht von Anfang an gleich sagt, nein, das mache ich gleich gar nicht, sondern dass man es eben probiert und macht und erfolgreich ist. Und ich rate jedem, solche Veranstaltungen auch zu nutzen, um die eigene Idee zu präsentieren, um sich Feedback zu holen, um von anderen zu lernen, auch um zu sehen, was gibt es sonst noch, weil oft sind Gründer, neigen Gründer dazu, in ihrer eigenen Box zu denken. Und da ist, glaube ich, so eine Veranstaltung wichtig, sich auszutauschen und neue Eindrücke zu bringen. Ein absolutes Highlight war der Poetry Slam, bei dem junge Poeten Texte zu 5 neu gegründeten Firmen vortrugen und zum Abschluss noch einmal für Begeisterung bei den Zuhörern sorgten. Und mein Text handelt von Marienkäfern, weil es um die Zukunft geht. Lieber in einer stinkenden Fabrik verrotten, als in einem Dienstleistungsbetrieb arbeiten, denkt er.